Mal gucken, wie es jetzt ist. Ich denke, ich bin diesmal ja wahrscheinlich beim nächsten Spiel am Ende auch 0 Punkte. Aber ich bin bereit. Ja, die gleiche Map, sonst gehe ich raus. Das wäre ja voll blöd. Ich will jetzt diese Map spielen und dann. Ja, der fragt jetzt. Wenn jemand antwortet, lässt er vielleicht diese Map. Ich bewege schon mal die Maus langsam auf diese Schaltfläche und nein. Nein, ändere die. Ich hab's ja gesagt, ich hab ihn gewarnt. Och nee. Ja, gut. Jetzt ist wahrscheinlich kein Spiel mehr frei, ne? Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich will jetzt aber das spielen. Soll ich ein neues Spiel aufmachen oder was? Da tritt doch dann bestimmt keiner bei. Oh. Das Spiel läuft. Wieso hat er das denn jetzt erst gefunden eigentlich? Tja, ich weiß es nicht. Ich will aber mal so anfangen, dass ich dann da als erster mit bei bin, ne? Missionsziel eliminiert alle feindlichen Einheiten. Wenn ich das darf. Oh, die scheinen sich schon. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Gut, was kriegen wir hin? Das schaffen wir. Kommen die anderen nach, ja? Gut. Ich habe jemanden getroffen. Ich habe 10 Punkte erhalten. Okay. Die sind doch ohne mich gut genug, ne? Gut, ich glaube, es liegt an der Waffe. Mit der hier kann man viel besser zielen. Es liegt eindeutig an der Waffe. Das kann ich, also ich hätte die nicht kaufen sollen. Die kann man leider nicht zurückgeben. Jetzt kann ich aber nicht mehr schnell zurückkommen, sondern muss hier warten, ne? Das ist. Wieso muss man denn 20.000 Skillpoints dafür haben, dass man schnell respawnen kann? Ich glaube, hier lohnt sich noch keine Granate. Mit dieser Waffe aber schneller ziehen als mit der, die ich mir gekauft habe. Wieso habe ich die eigentlich gekauft? Ich habe nur auf die Feuerrate geachtet und habe da natürlich eine mit 100 gekauft. Okay. Ja, ich brauche mir das nicht anzusehen. Exit. Ist das nicht normalerweise in Grün? Nein, nicht blenden oder sowas. Das ist mal gemein. Das mag ich nicht. Ich will ihn jetzt nicht angucken, ich will jetzt einfach weiterspielen. Ist nicht so toll. Aber wir scheinen zu gewinnen. Das gelbe Exit-Schild. Ja, vielleicht ist das ja nur in Deutschland grün. Ja, ich bewege mich ja. Ich bewege mich sogar so stark, dass ich jetzt ans Mikrofon gestoßen bin. Wahrscheinlich werde ich das. Oh! Ja, so funktioniert das hier. Guck mal, wie gut ich bin.
Das ist eine. Das liegt an der Waffe, ganz eindeutig. Das lag jetzt nicht an der Waffe, aber doch an seiner Waffe wahrscheinlich, ne? Ja, dann versuche es jetzt weiter. Ich will jetzt wieder so gut sein. Die steht hier einfach rum, aber. Ach, ist das aber. Da hat er was geworfen. Das ist nicht nett. Ja, er hat. Er hat mich abgeworfen. Achso, der war das nicht. Der hat mich gar nicht abgeworfen. Ich glaube, ihr habt es versucht, aber wahrscheinlich war jemand anders dann schneller. Ich konnte übrigens beobachten, dass man manchmal auch so um die Ecke guckt, wird abgeschossen, dann läuft man weg und dann stirbt man, weil man da abgeschossen wurde. Ich wurde gerade geblendet. Da kann man natürlich nicht weiterreden, wenn man geblendet ist. Das lag einfach an dem Wetter. Es ist bewölkt, das hat mich traurig gemacht, deswegen habe ich verloren. Kommt zurück. Ich denke mir, es ist zu gefährlich, dahin zu gehen, obwohl da jemand war. Und dann kommt er zurück. Damit hätte ich natürlich rechnen müssen. Weil für den war es ja nicht gefährlich. Der hat gesehen, okay, da ist jemand, der ganz schlecht ist. Und dann. Jemand, ist er da noch oder ist er jetzt? Ach, ich dachte, das wäre so ein Blendeding. Oh. Ja, ich hab's zu spät gesehen. Das lag dann wohl an. Entweder an meinen Augen. Oder es lag an der Reaktionszeit. Wir haben sehr viel mehr Punkte als die. Wenigstens konnte ich noch zwei Granaten abwerfen. Schnell dahin laufen. Die können doch nicht einfach vordringen, das geht nicht. Ich muss da freiräumen, die Treppe. Und dann muss ich da rüberlaufen. Oder auch nicht. Ich bin mir da nie so sicher, der hat gerade einen Schneeball geworfen. Das ist so eine Granate, die aussieht wie ein Schneeball. Da stand jemand. Ist da jemand hin? Da steht jemand. Oh oh. Boah, ich hab den getroffen. Noch 20 Sekunden, okay. Mission erfolgreich. Alle Gegner. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das am Ende jetzt noch so fast geschafft hätte. Ja, aber ich bin halt unglaublich gut mit dieser Waffe anscheinend. Und wie gut war ich wirklich? Wahrscheinlich nicht so gut, oder? Ja. Und? Nein, ich war nicht sehr gut. Ich dachte, ich wäre wieder gut gewesen, aber anscheinend muss ich da jetzt nochmal mitspielen und da ein bisschen dran arbeiten. Oh, wir haben wieder etwas freigeschaltet. Was ist das denn? Kampfhose. Ja gut, die kann ich jetzt nicht mehr anlegen. Aber, ja. Tja.
So, hier am Anfang kann man immer eine Granate hoch. Oh, schade. Die wäre dann runtergekommen, wäre explodiert, aber es wäre nichts passiert und das sieht dann immer cool aus und so. Missionsziel: Kann man hier Eliminiert langlaufen? alle feindlichen Einheiten. Aber was soll ich denn da, ne? Sofort die Treppe sichern. Ich glaube, sie sind da beide runtergefallen. Da bringen die natürlich nicht so viel. Da unten erscheint halt. Da war jemand hinter mir. Sie sind schon so weit gekommen. Also normalerweise stehen da immer ein paar Leute außerhalb der Treppe. Und die sorgen dann dafür, ne? Und dann hat man den Weg über die Treppe frei. Ist aber nicht nett. Die Treppe ist gesichert. Das ist aber. Wieso muss ich denn hier immer alles alleine machen? Beim letzten Mal war das kein Problem, alles alleine zu machen. Da habe ich das alles alleine gemacht. Aber hier. Hier muss ich ja immer alles alleine machen. Wieso sind die denn alle so unfreundlich? Ich verstehe das gar nicht. Ich bin viel netter als die. Ich lasse die immer gewinnen und die. Ja, gut. Oh, da ist jemand von uns in der Treppe. Egal, ich habe trotzdem jemanden getroffen. Okay. Also mit der anderen Waffe hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht getroffen oder so. Oder ich hätte ganz oft getroffen und keinen Schaden angerichtet. Die lenken mich immer ab, wenn die so auf mich schießen. Blendgranate. Noch eine Granate von uns. Treppe. Wieso habe ich aufgehört zu schießen? Also es lag daran, dass ich die Maustaste losgelassen habe, aber wieso habe ich das getan? Ja, es lag natürlich mal wieder daran, dass ich so nett bin. Auch in diesem Fall war ich wieder total nett. Okay, ich war geblendet. Gibt's keinen Blendschutz, eine Sonnenbrille oder sowas? Das war überraschend gut. Das auch. Das nicht. Das war überraschend nett. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, sie. Ich hab grad. Das verstehe ich nicht. Habe ich überhaupt eine Granate geworfen? Nein. Es liegt an der Waffe. Ja, es liegt an der Waffe. Wieso habe ich mir die gekauft? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich war voll gut und da kaufe ich mir eine neue Waffe. Na gut, irgendwann ist die Waffe vorbei, aber ich hätte mir die doch kaufen können. Oder? Ich glaube, so teuer war die. Vielleicht könnte ich mir die noch kaufen. Guck,
Welche Waffe ist das denn? Treppe ist gesichert, alles ist gesichert. Mir leid, aber ich musste nachladen und das ist immer tödlich. Das ist immer tödlich. Das geht überhaupt nicht, deswegen habe ich mir eine neue Waffe gekauft. Die kann man wenigstens ein bisschen schneller nachladen, habe ich das Gefühl. Treppe gesichert. Oh. Immer noch gesichert. Vorrücken. Nein, nicht blenden. Oh nein, dieser Rauch. Okay, so geht's natürlich auch. Keine Granaten, okay. Okay. Was passiert? Okay, irgend so ein Vollprofi. Also der war wirklich Vollprofi, deswegen hat er mich ja getroffen. Weil jemand, der nicht Vollprofi ist, der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, mich zu treffen. Ha! Wenigstens noch jemanden getroffen. Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Oh, ach Mann, ich bin nicht auf der Kamera. Das ist immer voll lustig, wenn man sich dann dreht irgendwie. Zwei Hackers verlieren. Also ich bin kein Hacker und habe wahrscheinlich trotzdem verloren, oder? Oder haben wir gewonnen? Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, ob wir gerade gewonnen oder verloren haben. Wir haben gewonnen. Und ich war wieder schlecht, obwohl ich... dachte, ich wäre gut. Escape? Nee, ich will jetzt erstmal hier gucken, welche Waffe ist das denn? Das ist die XM8 EOTech. Okay. Wie viel kostet die? XM8. Suchen. Die kostet... ich hätte mir die kaufen können. Ja, hätte mir die kaufen können. Gut, dann zeige ich mal, was es noch so Waffen gibt, die VIP-Waffen. Die kann ich mir leider nicht kaufen, weil ich kein VIP-Mitglied bin. Und dann gibt es hier, die hätte ich mir vielleicht auch kaufen, die hätte ich mir auf jeden Fall kaufen können. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es ja die beste Waffe, die es gibt oder so. Und das war so, ich habe mir mal gespielt und so. Und dann habe ich diese Waffe hier auf dem Boden gefunden und fand die voll cool. Und dann, ja, habe ich mir überlegt, ob ich mir die kaufen soll. Und dann bin ich hier hingegangen, habe gesehen, das ist ja eigentlich voll billig. Ich habe ja über 20.000 und dann, weil ich ja so gut war, habe ich ja das ganze Geld gekriegt. Und dann wollte ich mir die kaufen und dann habe ich halt gesehen, es gibt ja noch mehr als diese Waffe. Und ich habe gesehen, Feuerrate 99, also ist Feuerrate wichtig. Und die habe ich mir gekauft, ne? Ja. Die hat halt Feuerrate 100 und ist in... allem besser, außer in Präzision. Und das war wahrscheinlich der größte Fehler. Ich hätte die hier kaufen sollen, weil die hat eine bessere Präzision. Und ja, deswegen bin ich halt so schlecht. Und die ist auch noch teurer. Die kann zwar schnell schießen, aber es bringt mir irgendwie nichts. Ja, dann... ich hätte mir natürlich noch viele andere kaufen können. Und welche hier am besten ist, weiß ich nicht.
Ich kann ja jetzt noch mal. Tja. Ja, ich kann jetzt eigentlich nur hier diese billigen Sachen kaufen. Mal gucken, was könnte ich mir denn jetzt kaufen? Das nicht. Nein. Nein, das geht nicht. Die sind auch zu teuer. Die hier könnte ich mir kaufen. Aber was soll ich mit einer Pistole? Das hier könnte ich mir auch kaufen. Das auch. Das nicht. Ich könnte natürlich auch was verschenken. Ja, das hier ist angesagt. Bestes Item. Das ist aber, glaube ich, alles nur für VIP. Das könnte ich mir natürlich kaufen. Ja. Dafür braucht man Cash. Ich habe kein Cash. Ich habe null Cash. Und das, wie kann man hier... Ich will Cash kaufen, wie geht das? Naja. Ich habe keine Ahnung, wie man das bekommt. Wahrscheinlich muss man da echtes Geld für bezahlen oder so. Aber ich weiß ja noch nicht mehr, wie man das kauft. Ich will es zwar auch nicht kaufen, aber... Ich könnte natürlich mal die anschreiben und so, ob ich nicht hier 1 Milliarde Cash bekomme, weil ich ja YouTube-Videos mache. Das wäre natürlich super. Was kann man... Ich kann das ändern. Okay. VIP. Tja, vielleicht sollte ich die wirklich mal anschreiben. Wäre ja irgendwie voll lustig, ne? Was ist das denn? Tja, ich könnte jetzt einen Vogel nehmen. Ich glaube, ich nehme einfach das hier. So, toll. Das bin ich jetzt. So, was ist hier los? Der ist immer noch so wie am Anfang, ne? Ja, hier VIP und so. Was? Ich habe keinen Cash. Ich kann mir das nicht kaufen. VIP. Ja, ich will hier so... Ich will das Geschenk bekommen. Ich will da kein Geld für ausgeben. Ja, dann würde ich mal sagen, sind das jetzt 3 Folgen und ich beende das an dieser Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr ja noch Folgen sehen, vielleicht auch nicht. Schreibt das doch mal in die Kommentare, falls es jemanden gibt, der das Video guckt, ne? Ja, und dann tschüss und vielleicht bis zum nächsten Skill-Video. Ansonsten bis zum nächsten Video von irgendeinem anderen Spiel. Oder... ja, was gibt's sonst noch für Möglichkeiten? Dass ihr euch gar keine Videos mehr anguckt oder dass ihr mich abonniert und dann jedes Video von mir anguckt oder dass ihr euch alle bisherigen Videos anguckt, aber keine zukünftigen, dann wäre ja auch bis zum nächsten Video falsch. Aber ich sag einfach mal tschüss und bis zum nächsten Video. Ja, die bedanken sich jetzt natürlich dafür, dass ich das gespielt habe, weil das ist so toll und ich habe sehr gute Arbeit geleistet und die sagen auch bis zum nächsten Mal in Skill. Das heißt, wenn das hier steht, muss ich auf jeden Fall nochmal Skill spielen, ne? Ich kann niemals aufhören, Skill zu spielen, dann müsste ich das Spiel über Alt F4 beenden, weil ansonsten kommt immer bis zum nächsten Mal und das heißt, ich muss das dann nochmal spielen, ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Oh. Ja, also, ich habe jetzt vergessen, die Aufnahme zu beenden. Die Sprachaufnahme läuft jedenfalls noch. Ja, dann seht ihr jetzt wahrscheinlich schwarzen Bildschirm. Ich kann ja irgendwie ein Smiley einblenden oder sowas, ne? Und dann, ja, tschüss und bis zum nächsten Video. Wenn ich jetzt noch 5 Minuten aufnehmen würde, dann hätte ich noch 4 Folgen, aber nee, das lasse ich jetzt mal.